So, hallo und herzlich willkommen auf der Bank hinter meinem Domizil und hier werde ich in Zukunft häufiger hocken, weil hier ist es schön und schöner als drin und wenn das Wetter mitmacht, dann kann ich hier auch wunderbar sitzen, sprich wenn es nicht zu kalt ist, nicht dunkel und nicht regnet. So. Heute ist das der Fall. So, und ich möchte gerne noch ein paar Sachen loswerden zu Kommentaren in die Richtung. Das ist ja nicht, das will ich mich auch gar nicht, ich reg mich da nicht drüber auf. Nee, ich möchte da nur einfach mal was zu sagen. Zu Kommentaren in die Richtung, wenn ich nämlich sage, Holz sei alternativlos als Rohstoff, dann kommen immer mal wieder Leute, die meinen, ja doch, da wäre noch Hanf zu nennen und da wäre Stroh zu nennen und so weiter. Und das stimmt zu einem gewissen Grad unter gewissen Bedingungen schon, dass das Holz bis, ja, unter bestimmten Bedingungen entlasten könnte, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Und man könnte in den allermeisten Fällen auch weiterhin für alles Holz nehmen und wäre nicht schlechter, als wenn man auch Hanf oder Stroh oder was auch immer verarbeiten würde. Unter bestimmten Bedingungen. Und das ist eben der springende Punkt, dass das sehr, sehr drauf ankommt. Und damit wir das ein bisschen besser begreifen können, müssen wir uns jetzt mal mit den Grundsätzen der biologischen Produktion beschäftigen. Und damit fangen wir jetzt auch schon an. So, jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir möglichst viel Biomasse produzieren wollen. Pflanzliche Biomasse, weil die ist erheblich einfacher zu produzieren als tierische, weil dafür muss man die füttern. Pflanzen muss man einfach nur irgendwo hinstellen und warten. Na, vorsichtig ausgedrückt. Und ganz simplifiziert. So, und deswegen natürlich pflanzliche Biomasse. Wollen wir möglichst viel haben. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass das Feld hier hinter mir die Fläche ist, auf der wir möglichst viel pflanzliche Biomasse produzieren wollen. Und jetzt geht's los. Jetzt müssen wir uns fragen, welche Superpflanze könnte denn da hinten die größtmöglichste Biomasse produzieren? Und wenn wir das mal ganz von vorne betrachten wollen, nämlich von der grundsätzlichen Bruttoprimärproduktion ist der Fachbegriff, ist es schlicht und ergreifend ziemlich egal. Alle Pflanzen haben im Regelfall Blätter, gehen wir jetzt mal davon aus, dass es welche sind, die Blätter oder sowas ähnliches zumindest haben. Ja, und wenn da das Licht drauf scheint, dann produzieren die plus minus mit gewissen Einschränkungen, aber plus minus und für unsere Darstellung und auch in der Praxis ist es meistens so, dass das ziemlich gleich ist, eine gewisse Menge an Zucker pro Zeit durch Photosynthese. Und da ist es tatsächlich ziemlich egal, um was für ein Blatt welcher Pflanze es sich handelt. Es gibt über die Gesamtpflanze verteilt teilweise noch Unterschiede. Beispielsweise hat eine Buche Schattenblätter und Sonnenblätter. Die Sonnenblätter haben eine sehr hohe Photosyntheseleistung bei starkem Licht. Dafür haben sie gar keine mehr ohne starkes Licht. Schattenblätter hingegen haben bei ganz starkem Licht, da gehen die kaputt, schlicht und ergreifend. Und bei schwachem Licht können sie dafür aber wenigstens noch ein bisschen Photosynthese machen. Im Durchschnitt gleicht sich das über den Gesamtbaum ungefähr aus. Und er hat damit auch wieder eine sehr vergleichbare insgesamt Photosynthese wie die meisten anderen Pflanzen auch. Ja, und das gilt für fast jede Pflanze, dass im Endeffekt, wenn man es dann auf allergrößte Niveau hochrechnet, ist Photosyntheserate bei allen grünen Pflanzen im Prinzip ähnlich. Ja? Die Brutto-Primär-Photosyntheserate. Ja, das müssen wir ganz klar so sagen. Das bedeutet, wenn wir also relativ egal, welche grüne Pflanzenmasse da hinten maximal auf die Fläche bringen wollen, ist es ziemlich wurscht, welche Pflanze wir da im ersten Moment erstmal hinpflanzen, solange nur ihre grüne Fläche in der Lage ist, die gesamte Wiese da hinten zu überdecken. Soll heißen, ob du da jetzt eine super riesen genmanipulierte Ultrapflanze mit vier riesigen Blättern, die die komplette Wiese bedecken, hinpflanzt oder 1000 Stängel Bambus oder meinetwegen, keine Ahnung wie viel das dann wären, 5000 Stängel Hanf oder irgendwie sowas um den Dreh. Das ist alles völlig Wurst, solange die gesamte Fläche, ja, jeder Quadratmillimeter dieser Wiese von mindestens einem grünen Blatt bedeckt ist. Ja?
So, und jetzt gehen wir mal davon aus, dass das alles Lichtblätter sind und sich darauf spezialisiert haben, bei direkter Sonneneinstrahlung besonders hohe Photosyntheseleistung zu bringen. Und jetzt knallt da die Sonne drauf auf unsere Wiese. Und da die Wiese 100% bedeckt ist mit photosynthetisch aktiver Biomasse, kriegen wir da dann auch 100% der maximal möglichen Photosyntheserate hin, weil überall photosynthetisiert wird. Und der Einfachkeit halber sagen wir einfach, die Blätter würden alle sofort das Maximum aus dem Licht rausholen, was drin ist. Ja. Das ist nicht der Fall. Wenn man wirklich das Maximum aus dem Licht rausholen möchte, dann muss man mehrere Blätter übereinander haben, so wie wir es zum Beispiel aus dem tropischen Regenwald kennen. Da knallt oben die Sonne sehr hell in den obersten Bereich der Krone. Da befinden sich Blätter, die damit zurechtkommen. Das heißt, die haben hohen UV-Schutz. Ja, UV ist auch für Blätter ein Problem. Gleichzeitig haben sie eine riesen Photosyntheserate bei viel Licht, aber ohne viel Licht würden sie gar nichts mehr machen. So, die nehmen also schon mal sehr viel Energie aus dem Licht raus. Das deutlich energieärmere Licht dringt jetzt tiefer in die Krone ein, in die Baumkronen. Ja, da sind dann die mittleren Blätter. Die nehmen so mittelmäßig viel Licht und machen dann mittelmäßig viel Photosynthese. Und das Licht nimmt nochmal mehr an Intensität ab, weil viel von dem Licht wurde jetzt verbraucht. Oder simpel ausgedrückt, unterm Blatt ist Schatten. Ja, und wenn da 5 Blätter hintereinander waren, dann ist da irgendwann 5-mal Schatten unterm Blatt. Simpel ausgedrückt. So, und irgendwo unten in der Krone kommen dann die Schattenblätter, die noch mit dem letzten bisschen photosynthetisch nutzbarem Licht, was da übrig ist, noch klarkommen, und die machen nur noch eine geringe Photosyntheseleistung, aber dafür können sie aus dem bisschen Licht noch was rausziehen. So, und was dann in einem solchen Urwald am Waldboden ankommt, beziehungsweise unter den Kronen ankommt, das ist dann nur noch Licht, das für Photosynthese nicht mehr wirklich zu gebrauchen ist. Und dafür wäre es für euch noch interessant zu wissen, grundsätzlich setzt sich ganz vereinfacht ausgedrückt Licht aus 3 Wellenlängen zusammen, die kurzen, die mittleren und die langen. Die langen, das ist das energiearme Licht im roten Spektrum, sieht dann so rötlich aus, ne, wenn die Sonne untergeht und solche Späße. Das blaue, ultraviolett, ne, in diese Richtung, das sind die ganz kurzen, ist die besonders energiereichen UV-Strahlung, Energiewellen des Lichtes, die viel kaputt machen können, aber auch viel Pova enthalten und für photosynthetisches Wachstum daher auch durchaus interessant sind. So, und in der Mitte haben wir ungefähr mittlere Wellenlängen, das geht so farblich in den Bereich grün. So, und das ist kein Zufall, weil Pflanzen können nämlich die schnellen Strahlen, die UV-Strahlen, die blauen Lichtbestandteile sehr gut nutzen, um viel Photosynthese zu betreiben. Und dann können sie wieder die langwellige Strahlung bzw. die roten Lichtbestandteile gut nutzen, um damit immer noch ganz ordentlich Photosynthese zu betreiben. Und in der Mitte das grüne Zeug, damit können sie nichts anfangen. Und deswegen sind sie grün, weil sie das grüne Licht ungenutzt reflektieren. Ganz einfach ausgedrückt, ja. Aber man kann sich das so durchaus merken, es ist im Grunde schon korrekt. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es das ist. So, das heißt, wenn wir also eine maximale Ausnutzung durch Photosynthese von einer Fläche haben wollen, dann ja tatsächlich haben wir im Idealfall sogar so hohe Pflanzen drauf, dass die Blätter so spezialisiert sind, dass wir alle Bestandteile des Lichts photosynthetisch nutzen können. Aber vereinfacht ausgedrückt ist das Allerwichtigste, dass die gesamte Fläche von Grünzeug überwuchert ist. Von photosynthetisch aktivem Grünzeug, sprich Blätter oder grüne Pflanzenstängel, die machen auch Photosynthese. So. Also, der Einfachkeit halber klingt das jetzt so, als sei ein Wald überlegen bei der Gesamtphotosyntheseleistung, weil er für jedes bisschen Licht die spezialisierten Blätter zu liefern hat. Und das ist tatsächlich so. Und wenn wir uns jetzt klar machen, dass die Urnatur in allen Teilen der Welt, wo Wald überhaupt wachsen kann, wo es nicht zu kalt, zu nass, zu trocken oder sonst was ist, ist Wald auch die Urnatur. Ja? Wald ist die dominierende pflanzliche Lebensform auf diesem Planeten, und das hat Gründe, nämlich die ist am effizientesten. Wenn wir uns also die Frage stellen, wenn es rein darum geht, welche Pflanze kann das Licht am effizientesten nutzen, was sollten wir also im Idealfall auf unsere Fläche stellen, dann lautet diese Antwort bis hierher ganz klar, absolut Wald. Ja? So. Ganz klar, ne? Nicht Hanf. Weil Hanf zum Beispiel, wenn man da Hanf hinstellt, dann hat man 4-5 Hanfblättchen in einer Höhe von, ich sag jetzt mal, maximal 2 Meter. Ja, gut, der kann auch mal 4 Meter hoch werden oder was weiß ich.
Kann, muss nicht. Es gibt auch 30 cm Hanf, das ist sehr unterschiedlich. Aber nehmen wir einfach mal an, wir hätten da 4 Meter Hanf stehen. Ja, dann hast du zwar über diese 4 Meter eine gewisse Ausnutzung des abnehmenden Lichtes und eine gewisse Spezialisierung, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, innerhalb der Hanfpflanzen mit den unteren Blättern ein anderes Wellenlängenspektrum des Lichts zu nutzen als mit den oberen Blättern. Aber das ist niemals so effizient wie 20 Meter Baumkrone, wo das noch viel differenzierter ist. Und je differenzierter, desto besser kann man jeden einzelnen kleinen Lichtspektrum Klumpen nutzen. Ja? Also so gesehen klingt das erstmal so, als wäre Wald die effizienteste Landnutzungsform. Jetzt geht es aber eben nicht nur darum, dass wir die Fläche einfach nur mit irgendwas begrünen wollen, das möglichst viel vom Licht nutzt, sondern, also das schon, ja, das ist Grundvoraussetzung. Maximales Wachstum nur dann, wenn maximal sämtliche Fläche unter Grünzeug, ja, begrünt. Punkt 1. Punkt 2. Da gibt es jetzt Unterschiede, nämlich je nachdem, was man da für eine Pflanze draufstellt, hat die mehr oder weniger Ressourcenverbrauch. Wir haben also jetzt einmal die Brutto-Primärproduktion. Das ist das, was insgesamt an Photosynthese umgesetzt wird auf dieser Fläche. Ja? Das ist ein Haufen Energie, der bei rumkommt. Der würde für einen Haufen Zucker reichen, weil Zucker ist ja erstmal das Primärprodukt der Photosynthese. Da kommt zunächst mal ein Glucose bei raus. Was da dann später draus gebaut wird, liegt bei der Pflanze. Problem ist jetzt folgendes. Je nachdem, welche Pflanzen da stehen, haben die mehr oder weniger Biomasse und mehr oder weniger Respiration, weil, das müssen wir jetzt auch wissen, alles was lebt, hat ein, zumindest fast alles, was lebt, bis auf Viren, die sind so ein Sonderfall, aber lassen wir die Viren mal weg und tun mal so, als gäbe es die nicht. Alles, was lebt, hat einen Stoffwechsel. Ein Stoffwechsel braucht Energie. So, und wenn man da jetzt eine Pflanze hinstellt, auch ein Grashalm, hat der einen gewissen Energieverbrauch. Der kann zwar Photosynthese machen und damit seinen Zucker, den er zum Energiebereitstellen braucht, und auch einen Teil seiner Energie, die er zum Zucker produzieren braucht, direkt aus der Sonde abziehen. Aber irgendwann ist ja dunkel. Und so ein Grashalm hat auch Teile, die nicht grün sind und damit nicht Photosynthese machen können. Der hat vielleicht einen etwas bräunlichen Stängel, ja? Also die da hinten nicht, die sind komplett grün. Aber dann hat er noch mindestens eine Wurzel und die ist nicht mehr grün und da kommt auch kein Licht mehr dran. Und die Wurzel muss versorgt werden, die muss atmen, sozusagen wie wir Tiere auch, Atmung, sprich Oxidation von Kohlenwasserstoffen. Also sprich, wir verbrennen mit Sauerstoff, verbrennen in Anführungszeichen, Zucker letztendlich als Hauptnährstoff, auf den sich alles runterbrechen lässt, was wir so essen. Und eine Pflanze muss das auch tun, die muss auch Zucker oxidieren letztendlich in ihren nicht grünen Pflanzenteilen und auch in den grünen Pflanzenteilen, wenn es gerade dunkel ist. Ja? Einfach ausgedrückt. So, und jetzt je größer die Pflanze ist, die da steht, desto mehr Biomasse hat die, desto mehr lebende Substanz hat sie und mehr lebende Substanz bedeutet auch, dass ich mehr atmen muss und mehr Körpermasse zu versorgen habe und damit einen höheren Energieverbrauch habe. So, und jetzt klingt es plötzlich nicht mehr so, als wären Bäume automatisch die dominante Spezies, die man da im Idealfall hinstellen kann, weil die sind auch sehr, sehr groß. Und anders als ein Hanfstängel hat ein Baum eine um das Vielfache größere Biomasse, die er erstmal versorgen muss. Er mag eine effizientere Photosynthese, Brutto-Primär, drum auch Brutto-Primär Photosynthese haben und das Licht effizienter nutzen. Aber er braucht auch viel mehr von der Energie, die dabei rumkommt, direkt erstmal wieder, um sich überhaupt nur am Leben zu erhalten. So, und das, was da rauskommt, wenn man eben den direkten Verbrauch von Energie für am Leben halten, also für primären Stoffwechsel, von der Brutto-Primär-Photosynthese-Leistung abzieht, dann kriegt man die Netto-Primär-Photosynthese. Das ist nämlich dann das, was quasi nach direktem am Leben halten der Pflanze übrig bleibt, als Überschuss sozusagen. Ja, Netto ist das, was du rauskriegst. Das ist wie beim Geld. Und mit diesem Netto-Photosyntheseprodukt kann die Pflanze jetzt sich entscheiden, was sie damit anstellen möchte. Zur Auswahl stehen Wachstum.
also Bildung neuer Zellen. Ja? Neue Pflanzenzellen bestehen in jedem Fall meistens aus Zellulose, zumindest zu sehr großen Anteilen. Das besteht aus Zucker, das kann man also direkt aus dem Netto-Primär-Photosynthese-Produkt herstellen, nämlich Zucker zu aneinanderreihen, dann kriegt man eine lange Kette aus Zuckern und das ist Zellulose und das ist Hauptbaustoff von allen Pflanzenfasern, die es da so gibt. Ja? Also das wäre so das Simpelste und das ist das, was wir uns erhoffen, was die Pflanze macht, weil wir wollen da hinten ja Biomasse züchten. Wir wollen da ja möglichst viel Biomasse auf die Fläche kriegen. Das heißt, für uns als Landnutzer ist es am interessantesten, oder als Pflanzennutzer von mir aus, wenn die Pflanzen da hinten nach Möglichkeit erstens eine super hohe Bruttophotosyntheserate haben, zweitens eine möglichst geringe Respirationsrate, um davon ganz viel übrig zu lassen, damit dann eine sehr hohe Netto-Primärproduktion, das ist das böse Wort, und dann diese Netto-Primärproduktion nach Möglichkeit zu fast 100%, wir wollen jetzt mal nicht übertreiben, aber zu 99% in Wachstum investieren, um da möglichst viel Pflanzenfaser auf die Fläche zu bekommen, damit der Zuwachs an Pflanzenfaser pro Fläche maximal ist. So, das heißt, wenn wir also wollen, dass unsere Pflanze sich dazu entscheidet, mit ihrer überzähligen Energie sozusagen nur zu wachsen und nichts anderes zu tun, dann müssen wir vermeiden, dass die Pflanze entweder Abwehrstoffe produziert gegen Viren, Bakterien, Insekten, Pilze oder sonst was. Alles, was ihr gefährlich werden könnte. Sämtliche Gifte, die in Pflanzen angetroffen werden können, sämtliche ätherischen Öle, sind im Regelfall nichts anderes als tatsächlich irgendein Abwehrstoff gegen irgendeinen Feind, den diese Pflanze hat. Das ist wichtig, weil die kann ja nicht wegrennen, wenn der Feind kommt. Und dementsprechend umso wichtiger, dass dann irgendwelche Stoffe eingelagert sind, die da hilfreich sind. So, und diese Stoffe kommen nicht aus nix, sondern müssen eben aus diesem Pool der Netto-Primärproduktion hergestellt werden. Je schädlingsresistenter eine Pflanze also sein möchte, wenn sie sich nicht auf Alternativen wie zum Beispiel Dornen haben oder sowas konzentriert und gar keine Gifte herstellt und einfach nur stachelig ist, das geht auch, aber da müssen die Stacheln vorher produziert werden. Ist also auch wieder es gibt nichts umsonst, es gibt gar nichts umsonst. Ja? Aber wir wollen dann wahrscheinlich bei maximalen Biomasseproduktion eine Pflanze, die möglichst wenig Giftstoffe produziert. So, das nächste ist dann, was auch noch eine Rolle spielt, wir wollen zwar möglichst viel Biomasse, aber wir wollen möglichst viel oberirdische Biomasse, weil wir keine Lust haben, die Wurzel auszubuddeln. Also es sei denn, es handelt sich um eine Kartoffel. Ja, dann vielleicht anders. Aber im Regelfall wollen wir möglichst viel oberirdische Biomasse haben. Heißt, wenn die Pflanze sagt, okay, ich wachse zwar primär, aber ich wachse primär mit der Wurzel in die Tiefe, dann hilft uns das nicht weiter. Sie soll gefälligst einen schönen großen Stängel bzw. Stamm, wenn es eine Holzpflanze ist, ausbilden. Und das wollen wir dann auch gerne haben. Außerdem, da wir jetzt im Fall von der landwirtschaftlichen Kultur ohnehin nächstes Jahr sowieso neu anpflanzen, sprich neu aussäen, was auch immer, meinetwegen Hanf, hilft es uns nicht weiter, wenn der Hanf bei uns auf den Feldern besonders viele Samen produziert, wenn wir besonders viele Fasern haben wollen. Weil was der an Samen produziert, also generell was eine Pflanze in ihre Reproduktion investiert, das ist fürs reine Biomassewachstum verloren. Ja? Und so ein Samen, der braucht extrem viel Energie, um ordentlich keimen zu können. Und das heißt, Samen sind sehr, sehr teuer. Eine Pflanze, die super viele Nüsse, Samen, Kerne, was auch immer produziert, kann im gleichen Jahr, wo sie davon ganz viel produziert hat, nur noch ganz, ganz wenig zusätzlich wachsen, weil ein Großteil eben der Primärproduktion, der Netto-Primärproduktion eben in die Samenbildung geflossen ist. Ja? Und dann wäre noch anzumerken, irgendwelche Überdauerungsstrukturen daran kann auch noch investiert werden. Das ist in den meisten Fällen uns sehr recht, weil Überdauerungsstrukturen heißt Biomasse, heißt können wir dann hinterher wieder nutzen. Also sprich, aber einem Baum geht ziemlich viel Energie dafür drauf, dass der eben wächst, dass der einen stabileren und auch einen härteren und festeren Stamm ausbildet. Das bedeutet de facto auch wieder mehr härtere, festere, stabilere Biomasse. Und da ist das Gewicht, quasi das Rohgewicht von Biomasse pro
Klotz. Ja? Gleichzeitig proportional mit dessen Brennwert ist, heißt, ein Klotz schweres Holz brennt länger als ein Klotz weiches Holz. Ein Klotz schweres Holz braucht aber auch länger zum Wachsen als ein Klotz weiches Holz. Das heißt, de facto ist es relativ Wurst, abgesehen davon, dass es eine Schande ist, schweres Holz zu verheizen, weil man das für viele andere Sachen sinnvoller nutzen kann. Aber wenn wir jetzt doch mal einfach von der Heiznutzung ausgehen, ist es ziemlich egal, ob wir drei Klötze sehr, sehr weiches Holz und leichtes Holz verheizen, kriegen wir das gleiche Feuer, wie wenn wir einen Klotz, der dreimal so dicht ist, von einem schweren Holz entsprechend verheizen. Ja, aber in jedem Fall bedeutet das, je schwerer es ist, desto mehr Photosynthese, Produkt. Je leichter es ist, desto weniger. Aber dafür kannst du damit auch weniger anfangen, in Anführungszeichen. So, und das heißt also jetzt, wenn wir zum Beispiel jetzt Hanf hier hinten hingestellt haben. Und der Hanf hat eine Netto-Primärproduktion und jetzt entscheidet sich der Hanf, was der damit macht. Hanf ist eine ziemlich universelle Nutzpflanze. Man kann den als Faser nutzen, um Seile herzustellen. Man kann die Samen nutzen für zum Beispiel Hanföl. Man kann die Blüten nutzen, weil da diverse lustige, eigentlich als Giftstoffe zur Abwehr von Fressfeinden gedachte Substanzen drin sind, die wir lustig finden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das kann man alles tun. Aber wenn du da hinten den Hanf anpflanzt, dann wirst du dich entscheiden müssen, welche Sorte Hanf du anpflanzt und dann entscheiden wollen, beziehungsweise die Sorte so gezüchtet haben, dass sie eine dieser möglichen Sachen präferiert. Ein Hanf, der besonders viele THC-haltige Blüten produziert, wird klein sein. Der ist dann nicht 4 Meter hoch und hat nicht super lange Fasern, aus denen man Seile machen kann. Gleichzeitig, der super lange Fasern habende Hanf, auf denen man Seile machen kann, der hat kaum Blüten, wo THC drin ist. Ein Hanf, der jede Menge Samen mit Hanföl zur Verfügung stellt, wird auch wieder sehr viel kleiner sein als ein reiner Fasernutzhanf. Ja, und damit muss man sich entscheiden. In jedem Fall ist es meistens für die Gesamtbiomasseproduktion schlauer, eine Pflanze zu nehmen, die auch darauf spezialisiert ist, weil ein 30 cm hoher Hanf, der von mir aus jede Menge THC einlagert und dann auch garantiert kein Pflanzenschutzmittel braucht, weil kein normales Vieh den anfressen würde bei dem Gift in Anführungszeichen Gehalt, der da drin ist. Und das soll jetzt nicht heißen, dass ich jetzt irgendwie das Kiffen verurteilen möchte oder sonst wie, aber biologisch gesehen ist THC ein Gift. Nicht böse sein. Könnt ihr gerne trotzdem so viel rauchen wie lustig, seid es mir doch scheißegal, was ihr mit eurem Leben anstellt. Ja, sowieso, grundsätzlich. Aber, sofern ihr mir nicht auf den Sack geht. das war ein politisches Statement. jedenfalls, das ist halt immer die Abwägung. Ja? Die Hanfindustrie zum Beispiel, die sagt immer, oh, das ist total die super Pflanze. Man kann jeden Teil der Pflanze für irgendwas brauchen. Die ist zu 97% nutzbar. Nee, das heißt theoretisch ja. Aber willst du bei so kleinen Hanfpflanzen, die einen auf Blüte machen, ja, willst du da noch hingehen und händisch diese kleinen Stängelchen dann da noch rausziehen und die händisch aufdröseln und versuchen aus diesen kurzen Fasern, die für nichts zu gebrauchen sind, jetzt noch irgendwas Sinnvolles herzustellen? Das ist völlig unwirtschaftlich. Wenn also das Ding wegen der Blüte angebaut wird, ist nur die Blüte wirtschaftlich nutzbar. Wenn das Ding wegen der Faser angebaut wird, ist nur die Faser wirtschaftlich nutzbar. Es gibt lediglich eine Sorte Kombi-Hanf, der produziert Samen und Fasern und beide schlechter als die Sorten, die nur das eine davon tun. Ja? So, und das führt jetzt letztendlich dazu, dass wir uns einfach klar sein müssen, ob wir da hinten eine Pflanze hinstellen, die primär Samen produziert, dann kriegen wir primär auch Samen, aber dann haben wir nicht so eine hohe Ausbeute an Gesamtbiomasseertrag. Weil ein Samen ist zwar sehr nährstoffreich und er ist auch schwer, aber es geht mehr Respiration flöten, um so einen Samen zu bilden, als er letztendlich an Energie enthält. Heißt, je weniger niedrig energetische Substanz eine Pflanze bildet, einfacher Stängel aus Zellulose. Ja, das ist Zellulose ist das Einfachste, was eine Pflanze bauen kann. Das ist damit auch das Energieeffizienteste, was eine Pflanze bauen kann und damit auch für uns das Energieeffizienteste, was wir bei einer Pflanze nutzen können, wenn wir einfach nur Biomasse haben wollen, um damit zum Beispiel zu heizen oder meinetwegen sie zu ballen, zu pressen und als Dämmstoff zu verwenden. Ja? Das ist das Effizienteste. Sobald da noch Samen im Spiel sind, wird es ineffizient. So, und wenn man jetzt also sagt, Hanf sei eine Alternative zu Holz,
dann gilt das insofern, dass man sowieso beschlossen hat, zum Beispiel einen Hanf anzubauen, der sowohl Samen als auch Fasern produziert. Dann nutzen wir die Samen, nehmen in Kauf, dass wir davon weniger kriegen, als würden wir einen Hanf anbauen, der primär nur Samen produziert und haben zusätzlich noch ein paar Fasern. So, und wenn jetzt diese Fasern sozusagen sowieso anfallen, dann kann man diese Fasern jetzt auch als Alternative zu Holz, zu Dämmstoffmaterial verarbeiten und das dann alternativ zu Holz in ein Haus einbauen. Und unter so einer Bedingung könnte man jetzt sagen, Hanf sei eine Alternative zu Holz. Aber da wir damit da hinten die Fläche mit Hanf belegt haben, hätten wir, wenn es uns darum geht, Dämmstoff zu produzieren, genauso gut da hinten auf der Fläche auch eine Holz-Kurzumtriebsplantage bauen können. Weil Bäume müssen ja nicht zwingend in Form eines richtigen Waldes wachsen, sondern können ähnlich wie andere Nutzpflanzen auch zu bestimmten Sorten gezüchtet werden, die dann nur dafür da sind, um in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Biomasse zu produzieren. Und da gäbe es zum Beispiel diverse Pappelkolone, die man da hinten hinpflanzen könnte. Die würden mit einer rasenden Geschwindigkeit wachsen. Man müsste die noch nicht mal jährlich ernten. Das heißt, man hätte nicht einen jährlichen Ernteaufwand, sondern man müsste sie nur alle 3, 4, 5 Jahre mit einem großen Häcksler drüber fahren, das Zeug niederhäckseln und hätte Hackschnitzel. Und aus diesen Hackschnitzeln könnte man dann mit weniger Energie allein schon durch den geringeren Ernteaufwand, Dämmstoff produzieren aus Holz, als das mit diesen Hanffasern möglich ist. Deswegen, Holz ist alternativlos, ja? Zumindest hier in Mitteleuropa. Es gibt eine Pflanze, die potenziell wirklich eine ernste Alternative zu Holz darstellen kann, und das ist Bambus. Und zwar der tropische Bambus, der mit atemberaubender Geschwindigkeit wächst. Aber der wächst nicht bei uns, weil das ist tropischer Bambus. Tropen haben wir hier nicht. Den kann man importieren, dann ist aber der Energieaufwand für den Import so hoch, dass sich das auch wieder erledigt hat, und dann wärst du mit einer Pappelplantage da hinter mir 10-mal besser. Und zwar wirklich 10-mal. Also das ist tatsächlich ein Wert, der so wissenschaftlich in diversen Publikationen auftaucht. Ja, also das ist so die Grundlage. Ja? Also wenn wir das Maximum an Primärphotosynthese, Primärbruttophotosynthese aus einer Landschaft rausholen, kriegen wir das Maximum an Zucker. Davon wollen wir möglichst viel in Biomasse gespeichert haben, heißt, die Pflanzen müssen eine geringe Respiration haben. Und da sieht es so aus, als wäre Wald normaler Wald mit alten Bäumen, die dann irgendwann eine super viel Biomasse haben, super viel Respiration haben und damit kaum noch zusätzlich Holz zulegen. Das ist dann nicht effizient. Ja? Das ist zwar deshalb immer noch ein super Ökosystem und wird sich langfristig trotzdem durchsetzen gegen die Konkurrenz, weil es einem alten Baumknorz egal ist, ob der zusätzliches Holz anlegt oder nicht. Der verteidigt sich, der bleibt am Leben, der sorgt für Nachkommen, der produziert Eicheln, Bucheckern, was auch immer, hat jede Menge Abwehrstoffe eingelagert, um jetzt auch in seinem hohen Alter nicht aufgefressen zu werden und so weiter und so weiter. Das ist also so gesehen für das Ziel der Pflanze, nämlich Arterhalt und eigene Existenz sichern, ist das eine hocheffiziente Strategie. Für uns als Landnutzer ist so ein alter Baum aber uninteressant. Deswegen ist eben Holz nur dann eine Alternative, wenn es sich um Plantagenholz handelt. Und ganz ehrlich, für Dämmstoff einen alten Wald umsägen, das macht auch keinen Sinn. Ne? Und wenn du dann sowieso noch irgendwo, sagen wir jetzt mal auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche, jetzt mal ein halbes Jahr Zeit hast und in diesem halben Jahr würdest du normalerweise gar nichts anpflanzen. Und wenn du dann da alternativ jetzt mal eben Hanf draufstellst, ja, und das ist dann so ein Faserhanf, und die Fasern hinterher machst du eine Dämmstoffplatte draus, dann ist das ja super, weil du kannst nicht mal eben wegen einem halben Jahr, die Fläche nicht genutzt wird, da gleich einen Wald draufsetzen. Das wird halt nicht funktionieren. Und so eine Zwischennutzung oder auch zwischen einer Hauptfrucht, dem Winter und dem nächsten Jahr, da spricht man von Nebenfruchtnutzung oder Zwischenfruchtnutzung, so heißt das, glaube ich, in der Landwirtschaft, heißt, du pflanzt im Herbst zum Beispiel Hanf, ja, der keimt dann, kann auch sich etablieren, ist ja einigermaßen winterhart, ziemlich winterhart, nicht super ultra winterhart, aber ziemlich winterhart, reicht für die allermeisten Winter auf jeden Fall aus.
und geht durch den Winter, da macht er nicht viel. Im Frühjahr fängt er an zu wachsen. Du kannst den ernten, noch bevor du deine Hauptfrucht, zum Beispiel Weizen, was auch immer, anpflanzen möchtest. Und hast dann dadurch das Feld über den Winter auch noch produktiv genutzt. Das heißt, du kannst dein Feld quasi das ganze Jahr über nutzen. Und wenn dann eben diese Zwischenfrucht Hanf sein soll, dann ist das auf jeden Fall eine sinnvolle Anwendung von Hanf. Und man erhöht die Gesamtproduktivität einer landwirtschaftlichen Nutzfläche natürlich ungemein, wenn man da nicht nur, weiß ich nicht, 8, 5 Monate im Jahr was anpflanzt, sondern alle 12. Ja? Wovon ein paar davon natürlich nicht gewachsen wird, wenn es Winter ist. Aber theoretisch zumindest alle 12 Monate, weil da was draufsteht. Das hat aber auch wieder Kosten. Sprich, wenn da was wächst, dann braucht das ja nicht nur Photosynthese, sondern, das haben wir bisher verschwiegen, das funktioniert ja alles nur dann, solange da auch jede Menge Wasser und jede Menge Nährstoffe in dem Boden vorhanden sind. Und da kommt jetzt wieder Holz ins Spiel, weil Holz vergleichsweise im Vergleich zu anderen Nutzpflanzen am wenigsten Nährstoffe benötigt. Hanf ist auch sehr gut, braucht auch sehr wenig, das ist gut, ja, aber das reicht nicht an Holz ran. Und so gesehen, wieder ein Punkt fürs Holz. Und egal wie lange ich jetzt noch mit mir selber diskutiere, es läuft darauf hinaus, Holz ist alternativlos. Insbesondere wenn wir Holznutzungen, die wir nicht mögen, also eine Holzplantage, das ist nicht schön, das mögen wir nicht. Ja, ist immer noch viel besser als ein Maisacker. Ob das jetzt besser ist als eine Hanfplantage, das muss man je nach individueller Einstellung zum Hanf für sich selber wissen. Das ist eine uralte Kulturpflanze, vielfältig nutzbar. Wer sie jetzt besonders lieb hat aus naheliegenden Gründen, mag ja sein, dass er deswegen der Meinung ist, Hanf muss jetzt überall hingepflanzt werden, damit er jederzeit sich was pflücken kann. Aber das wird bei Industriehanf, wie gesagt, nichts helfen und Industriehanf wird nur deswegen so groß, weil er wenig THC einlagert. Na, wichtig. Beides gibt's nicht. So. Ja. Ich habe jetzt, wie gesagt, eine Weile mit mir selbst diskutiert. Ich glaube, so die Grundprämisse ist klar, wenn auch der rote Faden heute ein bisschen, habe das seid ihr ja gewöhnt. Ich kenne derzeit keine, wirklich keine Nutzpflanze, auch nicht Bambus, die besser wäre als Holz bei der reinen Biomasseproduktion. Bambus ist dahingehend interessant, weil der halt hohl ist. Ja? Und ein Rohr hat einfach hervorragende Stabilitätswerte, obwohl es nur ein Rohr ist. Und das heißt, du brauchst viel weniger Material, um ein Rohr zu bilden, weil in einem Hohl, da brauchst du gar kein Material, das ist nichts, da ist nichts drin, ja? Außer Wasser, das dann rausfließt, wenn man ihn abschneidet. Und das bedeutet, dass das natürlich hochgradig interessant ist für irgendwelche leichten Gerüste. Theoretisch auch für Fundamente von Hütten, für Häuser, für Möbel, die man aus Bambus herstellen kann. Bambus ist ein super tolles Zeug und wirklich krass vielfältig zu verwenden und auf jeden Fall eine Ressource der Zukunft. Und auch Hanf ist eben als dieser Winteranbau beispielsweise durchaus eine Ressource der Zukunft. Ja? Will ich gar nicht schlecht machen. Aber wo immer man das hinpflanzt, zumindest bei uns, kann man genauso gut auch Bäume hinpflanzen. Und beim tropischen Bambus kann man genauso gut für noch mehr Produktion, für noch mehr Biomasse pro Fläche leider eine Eukalyptusplantage hinstellen. Jetzt ist eine Eukalyptusplantage ökologisch gesehen wirklich nicht besonders doll. Aber die hat ein Biomassewachstum, das ist Weltrekord. Ja? Nichts wächst schneller und nichts wächst so effizient Biomasse zusammen wie Eukalyptus. Unter tropischen Anbaubedingungen und vorausgesetzt, dass genügend Wasser vorhanden ist. Das ist ganz wichtig. Wenn nicht genügend Wasser vorhanden ist, daher kommt der schlechte Ruf von Eukalyptusplantagen, dann saugen sie sich das Wasser nämlich sonst woher und dann ist sonst wo kein Wasser mehr da und dann ist das ein Problem. Ja? Also mit Eukalyptus muss man schon vorsichtig sein, aber unter idealen Anbaubedingungen, wenn man das Zeug da anbaut, wo auch kein Schaden dadurch entsteht, ist Eukalyptus die Ultrapflanze. Ja? Nicht Hanf, nicht Bambus, Eukalyptus. Ein Baum. So, tschüss.